Hallo meine lieben Freunde des guten Geschmacks und willkommen zum zweiten Video hier aus meinem Studio. Die Küche lässt noch auf sich warten, aber ich habe den wundervollen Tisch von Atoll hier vor mir, auf dem man kochen kann. Und heute kommen ein paar Gäste vorbei und dementsprechend machen wir einen richtig schönen japanischen Grillabend, sogenanntes Teppanyaki. Und wir haben schon super viele Zutaten hier vorbereitet. Jakobsmuscheln, Steak, ein paar Garnelen, bisschen Gemüse, Pilze. Also es wird auf jeden Fall ein richtig lustiger Abend. Und ich freue mich vor allem daran, das Ganze hier direkt am Tisch vor mir auf den Grillplatten zuzubereiten. Ich habe in der Vorbereitung schon mal einen Gurkensalat gemacht und auch schon mal Soßen vorbereitet. Insgesamt haben wir 4 Dipping-Soßen, denn Teppanyaki wird eigentlich vor allem mit sehr guten Zutaten gemacht und nicht so viel anderem. Das heißt, es geht wirklich um die simplen Gemüse, die einfach nur kurz angebraten werden mit ein bisschen Salz und dann eben, wenn man möchte, noch Soße serviert werden. Das Ganze ist mega, mega lecker, weil die Soßen wirklich für den Geschmack sorgen. Mittlerweile sind auch die Gäste da, nämlich Aurélie und auch Daniel. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Danke für die Einladung. Und wie ihr seht und vielleicht auch hört, ist hier schon ein bisschen was am Grillen. Wir haben nämlich Tiger Prawn Garnelen und Jakobsmuscheln schon mal raufgeworfen. Denn in diesem Tisch sind Induktionsspulen enthalten. Die sieht man nicht. Hier zum Beispiel ist eine. Und induktionsgeeignetes Geschirr kann man eben dort einfach raufstellen und dann direkt am Esstisch das Essen machen. Bin hier riesiger Fan von, was Atoll da macht. Und dementsprechend wollte ich sie auch unterstützen, unter anderem mit diesem Video. Und ich würde sagen, diese Jakobsmuscheln, die sehen doch schon ganz gut aus. Das sind sehr kleine Exemplare, aber sie werden so langsam braun. Die haben wir nämlich in Butter angebraten. Die Garnelen dagegen in Öl. Sind ganz, ganz klein. Das sind gerne die Jakobsmuscheln. Ja, Jakobsmuscheln. In Deutschland ist es sehr schwierig, die echte zu finden. Ja, das ist tatsächlich so ein Problem. Jakobsmuscheln bleiben eigentlich deutlich größer. In Deutschland kriegt man ganz oft, wenn man Jakobsmuscheln bestellt, nur Miesmuscheln, die so ein bisschen minderwertiger sind. Sehr viel Wasser. Ja, eben. Und das Wasser verpufft natürlich. Am Ende hat man dann nur noch eine ganz, ganz, ganz kleine Muschel. Aber dafür, die sind sowieso lecker. Dafür sind sie auch so lecker. Ich denke, sie sind auch bereit. Ich würde auch sagen, die sind jetzt bereit. Guck mal, die haben von beiden Seiten jetzt so eine schöne goldbraune Farbe bekommen. Warte für dich. Ja, die Tiger Prawns sind auch fertig. Vorher sehen die nämlich so aus. Ich habe die im rohen Zustand gekauft, einfach so gefroren. Kurz auf den Grill, 2-3 Minuten von jeder Seite und sie werden so schön orange. Und guck mal, jetzt haben sie da auch schon so ein bisschen eine goldbraune Farbe. Ich würde sagen, bitteschön. Danke. Und ich würde sagen, es ist Zeit, Cheers zu machen. Ein kleines Déjà-vu. Wir haben diese Szene schon mal gedreht. Aber umso mehr Wein für alle. Welchen Wein trinken wir, Cherie? Primitivo Rosato aus Puglia. Aha. Würdest du ihn empfehlen? Ich finde ihn sehr lecker. Ich finde ihn extrem lecker. Ich auch. Also wie ich habe früher gesagt, ich bin eigentlich kein Fan von Rosé normalerweise, aber ich finde ihn sehr, sehr, sehr gut. Nächste Runde, bevor es hier zu sehr raucht, einmal ein bisschen Sesamöl drauf. Dann würde ich sagen, wir machen mit ein bisschen Zucchini weiter. Zucchini schadet nie. Ich habe die meisten Sachen schon klein geschnitten, damit wir die direkt auch hier auf den Grill werfen können. Wie sind die Jakobsmuscheln? Super lecker. Super lecker? Mhm. Baby Elden hätte auch gerne eine. Ich denke, das Gemüse, es geht sehr, sehr schnell eigentlich, weil es schon verdammt heiß ist. Ich guck mal kurz runter. Ja. Oha, das geht sehr schnell. Und wir könnten auch ein paar Pilze direkt machen. Wir haben hier einmal Kräuterseitlinge und die eignen sich super, weil man die so längst aufschneiden kann. Pilze und Zucchini sind auch schon braun, dementsprechend ein bisschen gutes Salz drüber, eine Runde Pfeffer und dann ist das Gemüse eigentlich auch schon bereit. Do you want some Zucchini? Mhm. Und noch voller Dips dazu geben. Genau, absolut. Denn beim Teppanyaki isst man ja vor allem einige Soßen dazu. Dankeschön. Aurélie, du hast 2 vorbereitet. Was hast du gemacht? Also ich habe eine Teppanyaki-Soße gemacht. Teppanyaki-Soße? Mhm. Das ist eine Erdnusssoße. Das ist eher so eine Soße für Frühlingsrollen normalerweise, aber wir dachten, es würde gut dazu passen. Ich denke, ich mache noch ein bisschen von dem Gemüse drauf. Das ist Brokkoli, Zuckerschoten, ein bisschen Pak Choi. Die habe ich gerade alle ganz kurz blanchiert, einfach für 2 Minuten in kochendes Wasser und dann mit kaltem Wasser abgeschreckt. Beim Teppanyaki werden die Sachen vorher alle klein geschnitten. Falls ihr mal so ein komplettes Thunfischsteak grillen möchtet, dann guckt einfach das Video von letztem Mal. Da habe ich nämlich genau das mit einer Sesambrüste gemacht. War sehr, sehr lecker. Heute machen wir das im Teppanyaki-Style direkt ein bisschen kleiner, nämlich in Scheiben. Das Gemüse geht bei der Hitze auch super, super schnell. Also einfach kurz mal durchwerfen. Die Zuckerschote ist schon wirklich, wirklich schnell braun geworden. Auch das Thunfischsteak solltet ihr wirklich ganz, ganz kurz nur von beiden Seiten mal anbraten. Denn gerade gutes Thunfischfilet, wenn ihr da eine richtig gute Qualität habt, dann möchtet ihr das innen drin ja auch noch leicht roh haben. Und dementsprechend würde ich sagen, so 30 Sekunden reicht auf jeden Fall auch schon aus. Ganz kurz von der anderen Seite noch.
Welche Soße würdest du dazu empfehlen? Oh, das ist schwierig. Also ich würde diese Teppanyaki-Soße. Was ich probieren möchte, würde, ist diese Ponzu-Soße. Das ist nämlich Sojasauce mit ein bisschen Zitrusfrüchten. Ein bisschen, ja, natürlich. Ein bisschen Zitrone, ein bisschen Yuzu, ein bisschen Orange. Ich habe keine Ahnung, wie sie schmeckt. Ich habe sie zum ersten Mal gemacht, deswegen seid ehrlich. Wenn sie komisch schmeckt, sagt es mir. Perfekt. Aber ich habe sie probiert. Ich finde es spannend. Ich weiß nicht, ob es zu Thunfisch passt, aber... Doch, das ist lecker. Okay. Erste Empfehlung, Ponzu-Soße. Und an der Stelle auch mal ein riesiger Dank an Atoll, denn die haben mir diesen wunderschönen Tisch hier zur Verfügung gestellt. Und falls ihr Interesse an diesem Tisch bekommen habt, dann schaut jetzt gerne mal auf der Webseite von Atoll vorbei. Ich finde, die ist fantastisch designt und macht richtig was her. Genauso wie eben auch dieser Tisch, der einfach nur wunderschön ist. Diesen Tisch, den kann man sich übrigens auch sehr, sehr individuell zusammenstellen. Verschiedene Oberflächen, verschiedene Beine. Und ich habe auch gehört, dass sie diesen Tisch bald höhenverstellbar machen lassen. Das heißt, ihr habt wirklich jede Menge Optionen und könnt diese Option auch mal in dem Konfigurator auf der Webseite ein bisschen durchspielen und euch euren eigenen Tisch zusammenbauen. Und ja, vielleicht habt ihr dann bald so einen schönen Tisch bei euch zu Hause. Kurze Grillpause, damit die Damen hinterherkommen mit dem Essen. Ich esse auch gleich nochmal eine Runde, aber ich habe schon mal die nächste Zutat hier vorbereitet, nämlich Zwiebel. Und ich habe hier eine richtig große, süße Zwiebel. Das sind so diese weißen Zwiebeln, die eben eigentlich auch für einen Salat gedacht sind. Und die schmecken gegrillt wirklich verdammt gut. Dementsprechend, die Grillplatte ist nach wie vor verdammt heiß. Und ihr braucht auch wirklich sehr hohe Hitze. Stellt wirklich euren Herd oder wo auch immer ihr das macht, auf volle Stufe und grillt die Sachen nach und nach. Sehr kurz, aber dafür sehr, sehr heiß. Du hast ganz viele Teppanyaki-Videos gesehen. Ja. Diese Teppanyaki-Meister, nach ihrer dreimonatigen Ausbildung. Die machen einen Turm damit. Sie können wunderschöne Zwiebeltürme machen. Ich bin leider nicht ganz so talentiert, denn Teppanyaki ist wirklich auch ein bisschen Show-Cooking, weil du eben direkt für die Gäste kochst. Diese Show-Einlagen kann ich heute nur sehr bedingt vorzeigen, denn das Einzige, was ich kann, ist jonglieren. Das kann ich machen. Hier, zack. Kann ich nicht. Never mind. Doch, ich kann wirklich ganz gut jonglieren, nur mit Pilzen ist es manchmal ein bisschen schwierig. Mit Pilzen, das geht auch. Ja. I can do some tricks like this. Woo. Here. Paul, das machst du in der Post. Richtig schön, ne? Soll man nicht Shiitake einweichen? Ihr seht, die Show-Einlage überlasse ich lieber den Meistern in Japan. Und ich, ehrlich gesagt, es ist schon ein Traum, auch mal sowas live zu sehen. Weil ich glaube, es ist super entertaining, wenn direkt am Tisch für die Gäste mit ganz viel Show auch Essen gemacht wird. Ich konzentriere mich lieber nur aufs Essen machen. Aber wir sind hier für den Show. Ach so. Ui, das ist eine verdammt große Zwiebel. Ui. Easy like that. Ui. Did I hit the glass? Fast. Okay, that's all I can do. In Deutschland sagt man immer, mit Essen spielt man nicht. Die Japaner nehmen das nicht ganz so ernst. Und ich find's cool. Ich find's cool. Also Kochen auch als Entertainment zu sehen, wieso nicht? Trotzdem muss ich ein bisschen hier auf die Zwiebeln aufpassen, denn die brauchen gar nicht so lang. Lass uns Steak grillen. Beim Teppanyaki schneidet man wirklich alles eigentlich in dünne Streifen, damit man es direkt auf den Teller des Gastes machen kann. Das ist ein bisschen untypisch, gerade für Steak und auch Thunfischsteak. Und ich würde die Sachen eigentlich eher im ganzen Stück grillen, damit man eben innen drin auch noch so, ja, es auf die richtige Konsistenz hinbekommt. Trotzdem bin ich mal offen dafür, es zu probieren. Wir haben wunderschönes Fleisch. Das hier ist aus Deutschland, ne? Das ist Simmentaler Entrecote. Und ich würde sagen, es passt sehr gut zu den Zwiebeln. Zwiebeln bekommen wirklich einen super schönen Geschmack, wenn ihr die länger auf der Platte lasst. Auch gerade bei der hohen Hitze, wenn die so ein bisschen karamellisieren und diesen braunen Rand bekommen. Oh, das sieht doch schon richtig gut aus. Das Schöne beim Teppanyaki ist auch, die Leute können sich einfach selber bedienen, während man selbst schon die nächsten Sachen macht. Und weil die Pilze gerade so gut waren, jetzt noch ein paar Shiitake dazu. Einfach nur ganz kurz klein geschnitten. Und Zwiebel kann es eigentlich auch nie genug geben. Dementsprechend gebe ich auch noch ein paar Zwiebeln mit rein. Und nachdem ich jetzt so viel für die Gäste gekocht habe, koche ich auch mal für mich. Und Paul, du darfst auch gleich Feierabend machen und dich hier dazu gesellen. Denn das macht schon echt Spaß, am Tisch zu grillen für die Gäste. Ich sehe, eine Milch ist mittlerweile auch am Start. Alle satt, alle zufrieden, nur ich habe jetzt mittlerweile ziemlich Hunger. Dementsprechend war es das für heute. Schaut gerne bei Atoll mal vorbei auf der Webseite und konfiguriert euch euren Traumtisch. Und wenn ihr das nötige Kleingeld dafür habt, könnt ihr vielleicht sowas Schickes bald auch bei euch zu Hause haben. Wenn ihr selbst mal einen Teppanyaki-Abend macht, teilt gerne ein Bild davon auf Instagram und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!